Es ist mir eine ganz besondere Freude, die Session der gastrointestinalen Karzinome gemeinsam mit meinem Co-Vorsitzenden Primarius Professor Dr. Ewald Wöll eröffnen zu dürfen. Ewald Wöll muss ich Ihnen nicht weiter vorstellen. Ist Ihnen allen bestens bekannt. Er ist der ärztliche Direktor der Inneren Medizin des Krankenhauses St. Vinzenz in Zams. Ewald ist ausgewiesener Experte für gastrointestinale Tumore und bekannt durch seine hervorragenden, strukturierten und klinisch geprägten Vorträge. Lieber Ewald, ich darf dich um deinen Vortrag zu den Highlights 2020 im Upper GI-Bereich bitten. Du musst ihn vielen, noch Dank für die, vielen Dank für die einführenden Worte. Ich war so geflasht von deiner schönen Vorstellung, dass ich sogar vergessen habe, mich auf laut zu stellen. Ja, es freut mich ganz besonders, diese interessante Session heute zu starten. Ich kann dich nur und dein ganzes Team beglückwünschen. Einerseits weiß ich, was es bedeutet, eine Veranstaltung wie diese so schnell ein komplett virtuelles Setting zu überführen. Und zum anderen kann ich dich auch beglückwünschen, weil ich letztes Jahr die Ehre hatte, dabei zu sein. Ihr habt wirklich wieder ein ganz tolles Programm gemacht. State of the Art und Highlights oberer GI-Tumoren war das Thema. Bin nicht sicher, ob die Folien schon sichtbar sind. Vielleicht kann man mir ein kurzes Zeichen geben. Okay, perfekt. Ich habe mich wirklich auf zwei Entitäten beschränken müssen dürfen. Das sind die Magenkarzinome und das Esophaguskarzinom. Einerseits aufgrund der vorgegebenen Zeit und auf der anderen Seite, weil sich hier tatsächlich praxisrelevante Veränderungen ergeben haben. Ich möchte mit dem Esophaguskarzinom beginnen und ohne dass wir hier ins Detail gehen, Sie nicht überfordern mit diesen Entscheidungsbäumen. Hier sehen Sie das Blattnepithelkarzinom in seiner Behandlungsstruktur, je nach Fortgeschrittenheit des Stadiums, T1 bis T4 lokalen Stadiums und je nach Lokalisation, ob zervikal oder thoracoabdominal. Und im Wesentlichen kann man sich hier zwei Dinge merken. Zum einen, je zervikaler der Tumor ist, desto mehr Rolle spielt die definitive Strahlentherapie, weil hier in dieser Situation häufig die chirurgische Resektion mutilierend ist. Und je kleiner, je geringer der Tumor aussaat ist, desto eher geht es hin zu einer primären chirurgischen oder mikrochirurgischen Resektion beziehungsweise definitiven Radiochemotherapie. Aber, und das führt uns jetzt in unsere Thematik ein, für die fortgeschritteneren Tumore oder eben auch die thoracoabdominalen Blattnepithelkarzinome ist ein Standard, die Chemotherapie kombiniert mit der Strahlentherapie und anschließend dann die chirurgische Resektion. Das ist für die meisten dieser Karzinome die derzeitige Therapie. Und hier stellt sich die Frage, können wir adjuvant postoperativ noch einen Vorteil lukrieren? Bis dato ist die Therapie hier in die Nachsorge gegangen. Und hierzu gibt es ganz relevante neue Daten aus der CheckMate 577-Studie. Das ist eine Studie, die Patienten, die ein Stadium 2 oder Stadium 3 Blattnepithelkarzinom oder es waren auch einige Adenokarzinome dabei, das Ösophagus hatten. Der Großteil sind Ösophaguskarzinome, einige wenige gastroösophageale Übergangskarzinome. Und jetzt ist wichtig, alle diese Patienten erhielten eine neoadjuvante Chemoradiotherapie. Sie erhielten anschließend eine chirurgische Resektion und jene Patienten, die zwar R0 resiziert waren, aber im pathologischen Substrat nicht eine komplette pathologische Remission durch die vorgeschaltete neoadjuvante Radiochemotherapie erhalten hatten. Alle jene Patienten wurden 2:1 randomisiert in entweder Placebo, das ist der derzeitige Standard, oder ein Jahr lang Immuncheckpoint-Inhibitor Nivolumab. Und die Ergebnisse dieser Studie sind tatsächlich beeindruckend gewesen. Sie sehen hier sehr frühe Ergebnisse, mehr haben wir derzeit noch nicht, dass der erkrankungsfreie Überleben, aber Sie sehen, dass sich die Kurven im Prinzip bereits nach 3 Monaten, auf jeden Fall nach 6 Monaten treffen, dass die Immuntherapiekurve immer über der Placebo-Kurve bleibt. Wir haben sehr häufig hier ein Crossover in anderen Studien, das sehen wir hier nicht. Und dass tatsächlich eine Verdoppelung des erkrankungsfreien Überlebens von 11 auf 22 Monate erreicht wurde in diesem Kollektiv. Das sind hauptsächlich Blattnepithelkarzinome, die hier behandelt wurden. Und das ist letztlich auch die Gruppe, für die es aus meiner Sicht relevant ist. Leider ist hier kein prädiktiver Marker zu
zugegen. Es ist unabhängig von der PD-L1-Expression. Wir werden gleich in der Folge sehen, dass für andere Entitäten oder für andere Situationen das durchaus eine Rolle spielt. Warum ist das so bemerkenswert? Zum einen, weil es neben dem Melanom das erste und einzige derzeit bei gastrointestinalen Tumoren Studienergebnis ist, das zeigt, dass eine adjuvante Immuncheckpoint-Inhibitortherapie einen Vorteil bringt. Und ich denke, dass aufgrund dieser Daten, vor allem wenn wir dann die reiferen Gesamtüberlebensdaten haben, hier eine Zulassung zu erwarten ist. Aus meiner Sicht vor allem für die Blattnebendelkarzinome des Esophagus, die eben in dieser Situation Radiochemotherapie, Operation und dann keine pathologische Komplettremission sind für diese eine tatsächliche Veränderung des gegebenen Standards. Und hier würde man nach chirurgischer Resektion in allen diesen drei Stratern eine Nivolumab-Erhaltungstherapie für ein Jahr empfehlen. Auch in der palliativen Therapie des Esophaguskarzinoms gibt es was Neues und das ist auch extrem bemerkenswert, weil die Erkrankung grundsätzlich ja ein Orphan Disease Status fast hat, ist seltener geworden und sich relativ wenig im Studiendesign tut. Wir haben in der ersten Therapielinie hier Platin 5-FU in irgendeiner Kombination als Erstlinientherapie. Wir wissen, dass in der zweiten oder dritten Therapielinie Immuntherapie für ausgewählte Patienten einen Effekt ergeben kann, aber wir wussten bis dato noch nicht, ob in der ersten Therapielinie Checkpoint-Inhibitoren kombiniert zur Chemotherapie einen Erfolg bieten. Und hier haben wir die zweite positive Studie, die ich Ihnen berichten darf beim Esophaguskarzinom. Das ist die KEYNOTE-590-Studie. Hier ein anderer Checkpoint-Inhibitor, Pembrolizumab, auch eine aus dem Bronchuskarzinom und anderen Entitäten bestens bekannte Checkpoint-Inhibitor-Substanz, kombiniert mit einer Chemotherapie, die wir so oder ähnlich auch als Standard einsetzen, 5-FU in Kombination mit Cisplatin. Gegen Chemotherapie alleine und auch hier besonders in der Gruppe der Blattnebendelkarzinome, hier waren auch einige wenige Adenokarzinome mit drinnen und in jener, die einen sehr hohen PD-L1-Expressionsstatus haben, das wird hier durch den CPS-Score dargestellt, sehen Sie, dass die Immuntherapie zur Chemotherapie dazu einen deutlichen Vorteil bringt und auch hier sehen wir, die Kurven trennen sich, sie trennen sich früh und dieser Vorteil bleibt erhalten mit einer ganz beträchtlichen Verbesserung der 12 und 24 Monate der Gesamtüberlebensrate in der palliativen Erstlinientherapie, zumindest für diese Subgruppe aus meiner Sicht ebenfalls eine deutliche Verbesserung, die sich auch im Nebenwirkungsprofil durchaus vertretbar zeigt. Auch hier aus meiner Sicht zwar Schwächen in der Studie, aber eine absolute Relevanz für das Blattnebendelkarzinom, ganz besonders für jene Tumore mit hohem CPS-Standard, sodass wir hier tatsächlich für das Esophaguskarzinom sowohl in der adjuvanten Therapie als auch in der palliativen Erstlinientherapie einen Vorteil haben. Ich wechsle im zweiten Teil zum Magenkarzinom. Hier ist die Situation ähnlich. Wir wissen, dass wir durch Operation alleine kein gutes Ergebnis bei den meisten Patienten bekommen. Die Operation ist nur in den sehr frühen Stadien beim Magenkarzinom oder bei Karzinomen des gastroösophagealen Übergangs. Und hier spreche ich jetzt ausschließlich über Adenokarzinome. Ein gangbarer Weg. In allen anderen Situationen ab D2 ist eine präoperative Chemotherapie, gefolgt vor Operation, gefolgt von postoperativer Chemotherapie, seit Jahren der Standard und seit mehreren Jahren ist die Chemotherapie hier das allseits bekannte FLOT-Protokoll aus drei Substanzen. Vier Gaben im Abstand von 14 Tagen vor der Operation, dann die kurative Operation und dann die postoperative Chemotherapie, wenn die Patienten fit genug dafür sind. Viele Fragen sind hier unklar. Zwei habe ich herausgenommen, die ich leider nicht beantworten kann auf Basis der Daten, aber ich möchte Ihnen zeigen, in welche Richtung vielleicht der Weg geht. Das eine ist, die ähnliche Frage zu stellen wie vorher beim Esophaguskarzinom. Bringen hier perioperative Immuntherapien einen Vorteil. Hier sind wir noch auf die diversen Studien angewiesen, die laufen. Und die zweite Frage ist, wie verhalten wir uns beim HER2-positiven Magenkarzinom? Nun, was die Checkpoint-Inhibitor-Therapie anbelangt, kann man durchaus einen Analogieschluss wählen aus der CheckMate 577. Das ist die Studie, die Sie gerade gesehen haben, die vorgestellt wurde beim Esophaguskarzinom. Nun, diese Studie enthält auch einige Patienten mit gastroösophagealen Übergangskarzinomen, die Adenokarzinome sind. Und für diese Situation war die Studie ja auch eine positive Studie.
Aber, und das ist entscheidend, das gilt nur für Patienten, die tatsächlich in dieser Situation eine neoadjuvante Radiochemotherapie erhalten haben. Und das ist doch in Europa, anders wie in anderen Ländern, nicht der primäre Standard. Hier würden wir die meisten Patienten, wie eben gesagt, mit einer Chemotherapie vortherapieren. Und für diese Situation ist die adjuvante Immuntherapie noch nicht untersucht. Hier warten wir auf die Ergebnisse der noch laufenden Studien. Hier gibt es Studien wie die KEYNOTE-585, die Chemotherapie hier FLOT oder XB plus minus Pembrolizumab untersucht, gefolgt von Operation und anschließend neuerlicher Chemotherapie plus Immuntherapie. Ergebnisse werden wir bekommen. Etwas reifer sind Phase-2-Daten, Vestige, ich gehe aufs Detail nicht ein, aber auch die Dante-Studie der deutschen Studiengruppe, die untersucht auch die Standard-Chemotherapie plus minus einem Checkpoint-Inhibitor. Hier wird die Substanz Atezolizumab untersucht. Hier haben wir bereits Sicherheitsdaten und wissen, dass diese Ergebnisse, dass diese Therapie problemlos durchgeführt werden kann. Was hier zweifelsfrei interessant ist, sind dann die Ergebnisse hinsichtlich der Phase-2-Daten. Also was die Immuntherapie kombiniert mit Chemotherapie anbelangt in der adjuvanten Situation derzeit noch keine Daten, die uns hier leiten. Die zweite große Frage und eigentlich das große Fragezeichen in diesem Setting sind die 15% Magenkarzinom-Patienten, die HER2-positiv sind. Hier wissen wir aus der fortgeschrittenen palliativen Situation, dass die Zugabe von Trastuzumab einen hochsignifikanten Vorteil bringt. Und wir sind in der täglichen Praxis fast in jedem Tumorboard, wo Patienten vorgestellt werden, die perioperativ behandelt werden, mit der Frage konfrontiert, wenn diese Patienten HER2-positiv sind, setzen wir hier ähnlich wie in der fortgeschrittenen Situation auch Trastuzumab ein. Und hier waren wir sehr gespannt auf die Ergebnisse der laufenden Studie. Petrarca ist eine ursprünglich als Phase-2-Studie gestartete Studie, die geplant war, in die Phase 3 überzugehen. Und die stellt genau diese Frage. Chemotherapie jetzt in Kombination mit dem gegen HER2 neu gerichteten Antikörper Trastuzumab, hier in Kombination mit dem zweiten Antikörper Pertuzumab. Und diese Therapie, Trastuzumab, Pertuzumab in Kombination, kennen Sie natürlich sehr gut von der Therapie des HER2-positiven Mammakarzinoms. Und ähnliche Daten wollte man hier auch für das Magenkarzinom bringen. Und diese Studie hat im Phase-2-Teil bei Patienten des gastroösophagealen Übergangs und des Magenkarzinoms bei 81 Patienten die Wirksamkeit dieser Situation randomisiert untersucht mit dem primären Endpunkt der pathologischen kompletten Remissionsrate. Und geplant war dann, wenn diese positiv ist, die Studie in eine Phase 2 überzuleiten. Die Ergebnisse sehen sich hier und Sie brauchen sich nur auf diese unterste Zeile konzentrieren, diese hier. Dann sehen Sie, dass mit der Chemotherapie 12% PCR erreicht werden kann, also ein komplettes Verschwinden auf pathologischer Untersuchungstiefe des Tumorgewebes im Gegensatz zur Kombination, wo Trastuzumab und Pertuzumab dazugegeben wird, kann das verdreifacht werden. Das heißt, von 12% auf 35% erhöht man die Rate jener Patienten, bei denen kein Tumor mehr nachweisbar ist nach der neoadjuvanten Therapie. Somit ganz klar das Ziel erreicht, hochsignifikant und damit eindeutig eigentlich der Weg offen für die Phase 3. Leider wird das nicht geschehen, denn in der fortgeschrittenen Situation war die doppelte Blockade des HER2-Rezeptors nicht effektiv. Daher hat diese Phase 3-Studie kein Funding bekommen, was extrem schade ist, weil wir hier sozusagen mit diesen Daten alleingelassen werden. Was ist nun die praktische Empfehlung in dieser Situation? Wir wissen noch nicht, ob sich das in einen Überlebensvorteil übersetzt. Für mich ist ganz klar, für Patienten mit sehr weit fortgeschrittenen, lokal fortgeschrittenen Tumoren, die möglicherweise auch operativ von einem besseren Ansprechen profitieren, würde ich derzeit schon eine Chemotherapie mit Trastuzumab, gegebenenfalls Trastuzumab und Pertuzumab neoadjuvant empfehlen, wenn sie HER2-positiv sind. Für alle anderen Tumoren sind wir hier noch auf die Ergebnisse der zweiten Studie angewiesen, das ist der Innovation Trial. Auch das leider nur eine Phase 2 Studie, die noch laufend ist. Wir haben hier erste Ergebnisse vermutlich nächstes Jahr zu erwarten. Und auch diese Studie hat PCR als Endpunkt. Und ich denke, wenn wir diese zwei Studienergebnisse vorliegend haben, beide sind dann nur Phase 2, aber dann wird sich auf Basis dieser Ergebnisse durchaus eine Entscheidung für dieses Kollektiv der HER2-positiven Patienten zeigen.
komme damit zur palliativen Therapie und das ist der letzte Abschnitt zur palliativen Therapie des Magenkarzinoms. Hier haben Sie schon gehört, dass diese HER2-Testung so wichtig ist, weil sie hier tatsächlich Relevanz hat. Diese in etwa 15 bis 18% der Patienten, die HER2-positiv sind, behandelt man heute mit einer Chemotherapie-Doublette. Das ist in der Regel ein Fluoropyrimidin kombiniert mit einem Platin, nicht immer Cisplatin, häufig auch Oxaliplatin, also ein Capox oder Folfox ähnliches Regime. Die Chemotherapie wird 6-mal gegeben, von Anfang an mit Trastuzumab und dann wird Trastuzumab, also die Anti-HER2-Blockade, bis zum Progress gegeben. Wir wissen, dass wir damit die gesamte Überlebenszeit von um etwa 3 bis 4 Monate verlängern können durch die Zugabe von Trastuzumab. Das ist hoch signifikant und relevant und daher auch der Erstlinienstandard in diesem Kollektiv. Merken Sie sich vielleicht diese Zahl der 3-monatigen Verlängerung der Gesamtüberlebenszeit. So ein zweites Hallmark ist das Erreichen von 14 Monaten Overall Survival Median in der Erstlinientherapie. Das war damals sozusagen die Indikation für die Zulassung von Trastuzumab in diesem Setting. In der allerdings die meisten Patienten betreffenden, 85% der Patienten betreffenden HER2-negativen Situation, war bis vor kurzem die reine Chemotherapie in der ersten Therapielinie der Standard. Eine Zweierkombination für die meisten Patienten, so ähnlich wie Sie es hier sehen, für Patienten, die einen sehr hohen Remissionsdruck hatten, möglicherweise eine Triplette, so ähnlich wie das FLOT-Protokoll oder ähnliche Protokolle. Und hier versuchen wir schon seit langer Zeit durch eine Zugabe eines dritten Partners, eines Immuntherapeutikums oder eines Biologikums eine Verbesserung zu erzielen. Das ist bisher nicht gelungen, bis zum Vorliegen der Daten der heuer publizierten CheckMate 649 Studie. Das ist jetzt eine Untersuchung, die klassische Chemotherapie kombiniert hat, hier Folfox oder Xelox Chemotherapie kombiniert hat mit der Immuntherapie Nivolumab, die Sie zuerst schon vom Esophaguskarzinom gesehen haben. Und es gibt noch einen dritten Arm, eine reine Immuntherapie. Die Ergebnisse dieses Armes liegen noch nicht vor, aber wir haben jetzt für diese Patienten, das ist Erstlinientherapie, Adenokarzinom, inoperable Situation oder lokal fortgeschritten des Magen oder gastroesophagalen Übergangs, die Frage gestellt, bringt die Zugabe von Immuntherapie, hier Nivolumab, zur Chemotherapie einen Vorteil? Und die Ergebnisse sind auch hier fast analog, wie Sie sie beim Esophaguskarzinom gesehen hat, beeindruckend. Schnelles Trennen der Kurve, stringenter und bleibender Vorteil durch die Zugabe der Nivolumab-Therapie in dieser Situation mit einer deutlichen Verbesserung des 12-Monats-Überlebens von 46 auf 57 Monate. Und Sie sehen hier, es wird dieser Limes von 14 Monate und mehr, die eine neue Therapie brauchen sollte, wird eindeutig erreicht. 14,4 Monate im medialen Überleben. Das ist eine hochsignifikante Verbesserung. Und wir haben tatsächlich, auch wenn die Ergebnisse hier im Kontrollarm sehr gut sind, eine Verbesserung über 3 Monate erreicht durch die Zugabe von Nivolumab zur Chemotherapie in dieser Situation. Eine Vorsicht in der Interpretation der Daten sei aber hier erwähnt. Das waren zum Großteil Patienten, die angereichert waren mit Histologien, die einen relativ hohen PD-L1-Rezeptor-Status hatten. Sie sehen hier, besonders effektiv ist diese Therapie mit einer Verbesserung um 3,3 Monate im medianen Gesamtüberleben für jene Patienten, die einen CPS-Score, also eine hohe PD-L1-Expression haben von 5. Es scheint so zu sein, dass dieser Effekt auch gegeben ist in der Gruppe über 1 und in allen Patienten. Schauen Sie noch einmal auf die Zahl, das waren über 1500 Patienten, die hier randomisiert wurden, also eine enorm große Studie. Aber entsprechend dem Studienvorgeben ist relativ hoch der Anteil jener Patienten mit CPS-Score größer gleich 5. Das heißt, die Studie war in allen 3 Gruppen angereichert mit mehr Patienten mit einem hohen Immunscore, als wir es in einer Real-World-Population haben würden. Hier würden wir vielleicht 40% erwarten, sodass eine Aussagekraft für diese Patientengruppe derzeit, also wenn Sie jemanden haben mit einem CPS-Score von 1 oder 2 oder 3, hinsichtlich der Immuntherapie noch etwas schwierig zu treffen ist. Aber für Patienten, die einen CPS-Score größer gleich 5 haben, stellt diese Therapie für mich jetzt ungeachtet der Zulassung, die sie noch nicht hat, einen neuen Therapiestandard dar. Wir erreichen eine Verbesserung um 3 Monate. Wir erreichen diese 14 Monate und wir haben eine durchaus vertretbare Toxizität in diesem Setting. Und das ist für eine Erstlinientherapie mit 2 Chemotherapeutika ein exzellentes Ergebnis. Für die HER2-positive Situation ist die Erstlinientherapie derzeit klar, wie zuerst geschildert. Hier gibt es keine wesentlichen Neuigkeiten.
Chemotherapiestudien mit Trastuzumab und Immuntherapie in diesem Setting laufen derzeit. Werden wir sehen, ob das einen zusätzlichen Vorteil bringt. Und in der zweiten Therapielinie war bis dato die Situation gleich wie in den HER2-Negativen, die hier nicht dargestellt sind, dass man eine klassische Chemotherapie gelegentlich mit kombiniert mit einem VEGF-Rezept, mit einem angiogenetischen Antikörper kombiniert eingesetzt hat. Und hier war durchaus die Frage, können wir hier nicht Trastuzumab weiter behandeln? Bisher wussten wir aus einigen Studien, dass viele Patienten diese HER2-Positivität verlieren. Und wir wissen aus einer großen Studie, dass eine Behandlung anschließend mit einer gegen HER2 neu gerichteten Therapie keinen Vorteil brachte. Umso interessanter sind die Ergebnisse der Destiny-Studie, die wir heuer beim ASCO präsentiert bekommen haben. Hier wird bei Patienten, die mindestens eine Therapielinie hatten, also in der zweiten Linie oder später waren, viele Patienten waren in der dritten oder vierten Therapielinie, alle Patienten waren HER2-positiv. Das heißt, es sind Patienten, die bereits mit Trastuzumab, also einer gegen HER2 neu gerichteten Substanz, behandelt wurden. Die bekommen jetzt entweder eine Chemotherapie oder das Trastuzumab Deruxtecan. Das ist eine Kombination aus dem monoklonalen Antikörper Trastuzumab, und der Chemotherapie Deruxtecan, die sozusagen an den Tumor gebracht wird, dann durch Rezeptorinternalisierung in die Tumorzelle eingeschleust wird, sodass sie hohe toxische Dosen in der Tumorzelle haben und das Nebenwirkungsprofil dadurch systemisch etwas geringer sein sollte. Und die Ergebnisse dieser frühen Daten sind sehr beeindruckend. Wir haben in den späten Linien durch eine anti-HER2-gerichtete Therapie ein Ansprechen von über 50% der Patienten. Sie sehen es auch hier. Hier sind auch viele stabil, die einen Response hier zeigen, sodass wir hier sehr viel Hoffnung in die Drittlinie mit dieser Substanz legen. Sie sehen auch die Verbesserung in diesen fortgeschrittenen Therapiesituationen von 8 Monaten auf 12 Monaten. Also das ist sicher sehr vielversprechend, sind asiatische Daten. Wir brauchen hier noch eine Validierung auf Phase 3-Ebene, aber es zeigt doch erstmals, dass eine Therapie über den Progress hinaus gegen HER2 mit HER2-gerichteten Substanzen möglich ist. Sodass unser derzeitiger Therapiealgorithmus für das Magenkarzinom wie folgt aussieht. HER2-Testung, HER2-positive Situation bleibt so, wie es gewesen ist. Hier gibt es derzeit noch nichts Neues. Aber in den HER2-negativen Situationen, zumindest für Patienten mit CBS-Score größer gleich 3, zeigt Nivolumab in Kombination mit Chemotherapie einen eindeutigen Vorteil. Wenn Patienten nach einer Therapie längere Zeit stabil sind, kann man eine Reinduktion erwägen. Ansonsten geht es in die zweite Therapielinie und wir haben Drittlinientherapieoptionen, wie Sie wissen, zur Verfügung. Ich fasse zusammen, Ösophaguskarzinom, 2 Practice-Changing-Studien. Einerseits Nivolumab in der adjuvanten Therapie nach Chemoradiotherapie und Operation bei Nichterreichen einer PCR. Palliative First-Line-Therapie, Pembrolizumab und Chemotherapie, zumindest für das Blattepithelkarzinom, idealerweise mit hohem CPS-Score. Also hier wirklich 2 Neuigkeiten. Beim Magen-Adjuvant leider noch keine eindeutigen Ergebnisse, aber in der palliativen Situation der neue Standard für mich bei CPS größer gleich 5 zumindest, Chemotherapie in Kombination mit Nivolumab. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit. Ja, lieber Ebert, vielen herzlichen Dank für die gewohnt schöne Übersicht und die praxisrelevante Darstellung. Ich darf die Zuhörer nochmals darauf aufmerksam machen, wenn Sie Fragen stellen wollen, dann bitte über das Fragentool rechts beim GoToWebinar können Sie Fragen stellen, die sehen wir dann und können Sie an die Referenten weiterleiten. Derzeit ist keine Frage aus dem Publikum da. Ich hätte noch eine an dich, Ewald. Checkmate 577-Studie. Da war ja eine gemischte Population dabei, Adenokarzinome, Plattenepithelkarzinome. Und wir behandeln ja üblicherweise Sievert Typ 2 und 3 mit perioperativ Flot, Sievert Typ 1 Radiochemotherapie. Und die Daten waren ja für die trimodale Therapie, für jene, die keine pathologische Komplettremission haben, hervorragend. Jetzt meine Frage, ändert das was an unserem Vorgehen in der perioperativen Therapie? Oder würdest du sagen, ganz klar, Plattenepithelkarzinome des Ösophagus, die keine komplette pathologische Remission haben, die qualifizieren sich für eine adjuvante Therapie für Nivolumab, aber für Adenokarzinom ist das derzeit noch offen.
Ich würde es genauso sehen, wie du es zum Schluss zusammengefasst hast, mit vielleicht der Einschränkung. Plattenepithelkarzinome Nivolumab, wenn sie die Strata füllen. Für die Adenokarzinome gibt es natürlich die Ausnahme der Sievert-1-Karzinome oder distalen Esophagus-Karzinome, die relativ groß sind, lange hohe distalproximale Ausdehnung haben, beziehungsweise auch stenosierend sind. Das können durchaus Tumore sein, die wir primär mit einer kombinierten Radiochemotherapie behandeln. Und für diese Patienten, wenn sie keine PCR erreichen, ist selbstverständlich Nivolumab in genau gleicher Weise eine perfekte Option. Vielleicht eine Frage, die ich dir noch aus dem Publikum von Alexander de Vries weitergeben darf. Die Checkmate 577 schreibt er Adeno- und Plattenepithelkarzinom, dass man hier schauen soll, ob es Unterschiede zwischen Platten- und Adenokarzinom gibt. Diese Subgruppe ist dir dazu etwas bekannt? Ja, es gibt in der Subgruppenanalyse für beide einen signifikanten Vorteil sozusagen auf der Seite für Nivolumab, aber es ist bei den Plattenepithelkarzinomen der Vorteil eindeutiger als bei den Adenokarzinomen. Gut, derzeit sind keine Fragen und in Anbetracht der Zeit darf ich den Vorsitz dir, lieber Ewald, übergeben. Herzlichen Dank nochmals für deinen schönen Vortrag.